Willkommen zurück, Freunde, in der verrückten Spielkiste der Scheigeist. Ja, im letzten Part haben wir jetzt mit dem vierten Kapitel durchgestartet und haben bemerkt, dass die Scheigeist aus ihrer Spielzeugkiste rausgegangen sind und in Todd Town einen Aufstand gemacht haben und vielen Leuten irgendwelche Dinge weggenommen haben. Und hier ist der Scheigeist mit dem Rechner und den gibst du erstmal schön her. Denn den brauchen wir, denn ich will Orden kaufen, ja? Damit ich euren Oberfuzzi da richtig schön ownen kann. Oh nee, das wäre jetzt doof. Jetzt hätte ich den anderen... Ach, scheiße. Ach, egal. Ist ja auch egal, wen ich angreife. Es kann ja sowieso nur ein Scheigeil pro Runde sterben, nicht wahr? Also von daher ist es egal. Naja, wenigstens ist jetzt schon mal einer tot. Na, willst du wieder den Angriff machen? Oh, fail. So. Auf die springen wir erstmal drüf. So, und Boo macht den Rest. Was hältst du davon, hä? Du aller Scheigeil. Ich würde mal echt gerne wissen, wie die Scheigeis wirklich aussehen, so ohne diese Maske und ohne ihren Mantel da, den sie auf oder anhaben. Das würde mich echt mal interessieren. Ob das normale Menschen sind oder irgendwelche Aliens oder vielleicht irgendwelche leeren Viecher, dass die wirklich so aussehen, dass es wirklich ihr Körper ist. Naja, ist auch vielleicht egal. Ja, was machen wir jetzt? Power-Hüpfer, oder? Und den anderen töten wir dann mit Boom. So sieht's aus. Das ist mein Masterplan. Und zack. Und zack. Frisst unser Hinterteil. So. Da-da-da-da-da. Und Boom kann ja schön 5 Schaden machen. Das ist ja das Gute. Von daher ist er down. Geil. Und wir kriegen wieder 4 Sternpunkte. Und dadurch werden wir dann bald Level up. Uns fehlen nur noch 10. Das ist ja cool. So, und da kriegen wir Backpulver oder was war das nochmal? Backmischung. Backbasis für leckeren Kuchen stellt ein BP wieder her. Und den brauchen wir auch für den weiteren Spielverlauf. Ey, stehen geblieben. Du mit dem Pilz. Und da setzt er sich in seine kleine Emo-Ecke und heult. Och Mann, der Arme, du. Na, machen wir es mal einfach. Sternsturm! Oh yeah, jetzt geht's los, Freunde. Bloink. Na, was geht? Ich helfe dir mal eben aus, Mario, ja? Da kommen die Sterne vom Himmel. Und da sind sie beide down. Och man, einfacher kann man doch gar nicht kämpfen. Oh, war ja kein Ding. So, ein weiterer Pilz. Ein Pilz ausgezeichnet. Pam. Erst danke. Ich hoffe, wir können jetzt auch genug Items tragen. Also ich meine, wir haben jetzt schon so viel gekämpft. Och scheiße, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht. Och man, ich hasse diese Brain Afghanis, ey. Wo ich dann einfach irgendetwas mache, obwohl ich das gar nicht machen will. Naja, egal. Wir gewinnen ja so oder so. Und ich meine, wir sind ja auch gleich Level up. Also von daher ist das kein Problem. Powerschlag bietet sich eigentlich auch nicht an. Und naja. Hä, hat mir diesen Schlagplus nicht ausgemacht? Den Orden? Oder wie sieht's aus? Einen Moment. Lass mich mal eben kurz überlegen. Ach, scheiße. Ich hab ja den... im letzten Part habe ich ja einmal den Fehler gemacht mit den... wo ich die Werte verändert habe. Und da war ja das Problem, dass ich dann das nochmal nachspielen musste. Und jetzt habe ich den Meditationsorden nicht mehr. Ach, egal. So, Backmischung brauchen wir das. Ach, komm. Wir hauen hier erstmal einen Pilz weg. Nom, nom, nom. So, erstmal weg. Wir bekommen einen minimalen heilen Zustand. Und bekommen eine weitere Backmischung. Geil. So, und damit hätten wir diesen Raum hier gecleared. Ja, irgendwie habe ich jetzt voll Bock, gegen diesen Ultra-Scheigeier zu kämpfen. Aber, Freunde, der macht irgendwie ultra viel Schaden. Und irgendwie traue ich mich nicht. Naja, das ist halt die Spielzeugkiste. Aber ich finde sie voll geil, ehrlich mal. Gehört zu meinen Lieblingswelten. Ist einfach nur hammergeil. So, ein Glück bleibt ja hier noch dieser Weg offen. Oh, was passiert denn jetzt? Da ist ein Schatten, obwohl da niemand ist. Das soll wahrscheinlich schon der Gegenstand sein, den wir da ausgewählt haben. Denn Kami Koopa kommt an und zaubert jetzt den Gegenstand dorthin, beziehungsweise den Gegner, den wir angegeben hatten vor als Prinzessin Peach, was wir am meisten hassen.
Nee, ich kann es kaum erwarten, bis Mario hierher kommt. Er wird so gehörig Dresche kriegen, dass er sich sicher anfängt zu weinen. Und König Bowser und ich werden uns scheckig lachen. Komm und hol sie dir, Mario. Oh Mann. Glaubst du nicht wirklich, dass wir gegen einen Klubberkämpf verlieren? Und der weiß gar nicht, was los ist. Hä, warum stehe ich denn jetzt hier? Eigentlich stehe ich doch die ganze Zeit, muss ich doch immer im Schloss Wache schieben. Ich würde mal sagen, der Powerdout ist wieder in Action. Sehr gut und super und supi-dupi. Ey, warum steht da nicht supi-dupi? Das wäre ja auch mal ganz lustig. Naja, irgendwie aber auch ein bisschen doof. So, nach diesem Kampf sind wir Level Up. Ist das nicht cool? 100%! Parts und Parts und Parts und Parts und Parts! Ja, der Shy Guy da. Der gibt da den Geist auf. Und da sind wir Level Up. Ist das nicht geil? Und wir haben nur 3 KP verloren. Naja, okay, wir haben ja einmal einen Pilz gegessen, aber ist auch egal. So, letztes Mal haben wir OP hochgehauen, bin ich der Meinung, oder? Ja, haben wir. Gut, dann machen wir mal weiter und ich würde mal sagen, wir ziehen mal die BP vor anstatt die KP, weil wir verlieren ja sowieso nie Leben, nicht wahr? So. Als nächstes gehen wir dann OP, dann KP, dann BP, dann OP. Ne, falsch. Nach KP kommt nochmal OP. Aber ihr habt ja mein Schema wahrscheinlich schon langsam so rausbekommen. Und wie man sicherlich merken kann in den Kämpfen, habe ich nie bisher Probleme gehabt. Also von daher ist die, sind die Fertigkeiten ganz gut. Boing, Alter. Hier die ganze Zeit rumjumpen wie sonst, wie noch nie. Und hepper. Und es kommt so ein Teil raus mit so einer fetten langen Zunge. Ein neuer Shy Guy. Oh Mann. Und bam, Alter, eine Schleuder. Ja, der hat bestimmt aus Zelda Ocarina of Time geklaut, wetten. Kleine Spacko. Gumbario, du darfst wieder scannen. Na, was bist du denn? Das ist ein Sky Guy. Oh, ich liebe diese Namen. Sky Guys sind meisterhafte Ballonfahrer. Was KP 7 mal ist Kraft 3, Verteidigung 0. Auch die Ballons können angegriffen werden. Wenn sie zu Boden fallen, sind sie nichts anderes als normale Shy Guys. Ich wünschte, ich hätte auch einen Ballon. Dann könnte ich schweben. Das sieht einfach toll aus. Ja, aber auch irgendwie ein bisschen bescheuert, nicht wahr? Stellt euch mal vor, Mario würde die ganze Zeit mit solchen 3 Ballons durch Tod Town fliegen. Oder wir in Wirklichkeit mit so Ballons. Das wäre auch ein bisschen komisch. Naja, egal. Ich würde mal sagen, wir machen uns diesen Kampf einfach mal total einfach, indem wir den hohen Stern um Hilfe bitten. Hallo? Na, kannst du mal wieder aushelfen? Ja, klar, mein Mario, kein Problem, hier. Oh, da sind sie alle 3 down. Zack, zack, zack. Und sie geben nur 3 Sternpunkte? Wie billig ist das denn? Bin ich zu überlevelt oder warum kriege ich immer so wenig? Oh, ich liebe diese Musik, ich liebe diese Welt, es ist einfach geil. Buh, dich brauchen wir wieder. So, dann schauen wir doch mal. Was haben wir denn hier? Aha. Okay, den Block konnten wir aktivieren, sonst nichts. Ah, ein Spielzeughaus. Oder was auch immer das sein soll. Hier können wir auf jeden Fall hoch und durchgehen. Das ist schon mal ganz gut. Und das Treppengeländer benutzen. Und hier drüben, ich habe schon geahnt, liegt ein Sternensplitter. Was hast du gefunden? Sternensplitter, sehr geil. So, boom. Dich brauchen wir. Denn gleich muss der Mr. Klubber eins aufs Maul bekommen. Oh, okay. Hier sind wir... nicht falsch, aber ich will hier nochmal hoch. Genau. Und dann will ich hier rüber jumpen. Heppa! Och, Mann, scheiße. Ey, das lief jetzt ein bisschen doof. Boing! Ein Glück fällt man da nicht rüber und muss wieder da hochgehen, beim Hochhaus da. Och Mann! Wo muss ich da denn jetzt stehen? Aha, zwischen... an der Grenze zwischen Pink und Blau. Alles klar. Ich hoffe, dass es jetzt auch so richtig ist. Ram, dam, tam. Heppa! Nee, immer noch zu weit weg. Ey, das gibt es doch nicht. Da muss ich ja mich ja schon richtig auf Blau stellen. Irgendwie habe ich geahnt, dass ich an dieser Stelle fehlen würde. Och Mann, Freunde, tut mir leid. Heppa, na endlich. Heppa, nein. Oh, das gibt's doch nicht. Mann, was soll denn dieser Scheiß? Jetzt helft mir doch mal einer. So, okay, gut. Heppa. Und jetzt
Pfarrer-Carry. Menschenskinder nochmal, dass ich immer zu so einer Lösung übergreifen muss. Aber auch nur so kommt man hier rüber, oder was? Und das dann für so einen Donnerblitz, ey. Ich glaub's nicht. Ja, backen wir schon mit dir, aber dich brauchen wir nicht. Ladandam. Na du, wie geht's dir? Ah. Oh, es ist Mario. Siehst du, was ich hier für eine hübsche Keule habe? Ich stell sie dir gerne vor. Keule, das ist Mario. Woher kennst du uns? Oh Mann, ey. Die Clubbers haben ja auch irgendwie nicht mehr alle Tassen im Schrank, nicht wahr? Clubber, ich würde mal sagen, Powerhüpfer auf den einen. Und dann schauen wir mal, wie sich's ergeben wird. Wie weit wir den runterhauen, ob er vielleicht schon sterben wird, was auch immer, das werden wir gleich sehen. Och Mann! 1 KP, ey, komm, das ist jetzt ein bisschen unnötig. Ja, komm, hau ihn eine rein. Pam. Pam. Geil gemacht. Und da gibt er auch nur einen Sternpunkt. Ey, ich glaube es nicht. Da-da-da-da. Heppa. Und poing. Und nochmal. Poing. Und da hat er nur noch 4 KP. Und dich werden wir auslöschen. Alter, friss meine Faust. Da-da-da-da-da-da. Ja, das ist definitiv, das hassen wir am meisten, so ein Klubber. Also die sind wirklich stark, wir hatten da riesige Probleme mit. Und da löst er sich auf. Hm, Mario zeigt nur den Daumen. Was haben wir hier drin? Oh, Lagerschlüssel. Ah, jetzt können wir wieder kombinieren. Denn jetzt haben wir den ersten Teil des Kapitels 4 hinter uns. Wir müssen jetzt nämlich, nicht hier in dieser Spielzeugkiste weitermachen, sondern wir müssen jetzt zurück nach Todd Town. Da habe ich einen Sternsplitter gesehen. Wir kommen uns im Kampf plus Orden immer weiter. Oder, nee, nicht immer weiter. Immer näher, meine ich. Och Mann, Mario, kannst du nicht mal richtig springen hier, dass du da einmal ganz normal rüberkommst? Danke. Und jetzt können wir uns hier aus diesem Gebiet erstmal hinausbegeben. Heppa! Und da sind wir wieder in Todd Town. Und die schönen Grafikfehler sind wieder da. Och, ich liebe sie. Nee, echt. Nee, echt. Nein, nein, nein. Och Mann! Alter, das sieht ja so aus, als würde hier die Welt gerade ausgelöscht werden. Ja, abrupt hört es einfach mal auf. So, ich glaube, wir sind hier richtig. Jawohl, sind wir. Oh Gott! Muss das denn so übertrieben sein? Lagerschlüssel. Mario, bitte geh nicht ohne meine Erlaubnis in den Lagerraum. Wie? Hey, du hast meinen Lagerschlüssel zurückgebracht. Oh, ich danke dir vielmals. Du hast mein Geschäft gerettet. Weißt du was? Nimm dir einfach alles, was du brauchst, aus meinem Lagerraum. Das ist nur ein kleines Dankeschön dafür, dass du meinen Lagerschlüssel wieder beschafft hast. Du hast eben gerade gesagt, ich soll nicht ohne Erlaubnis da rein. Und jetzt sagst du, ja, nimm dir trotzdem mal einfach mal alles. Oh, scheiße, aber da sind so viele Gegenstände, die können wir alle gar nicht tragen. Mann, egal, das brauchen wir auf jeden Fall. Du, können wir verkaufen? Wir kommen in Harrys Laden. Verkaufen möchte ich gern. Tralalala. Wie viele Superpilze haben wir eigentlich? Ach, tut mir leid wegen diesen Bugs hier, ey. Alter Schwede, meine Augen, ey. Da kann man ja nicht lange reingucken. Ey, nee, Freunde. Superpilz, oh Gott, da wird mir ein schwindelig von. Tut mir leid, wenn das gerade hier an dieser Stelle jetzt diese Grafikbox. Weiß nicht auch nicht, was ich hier verkaufen soll. Ach komm, hier so ein Superpilz, weg damit. Ja, verkaufen. Alles klar, Mann. So. Denn jetzt kann ich hier nochmal so einen anderen in die Stadt mitnehmen. Nämlich einen Voltopilz. Und vielleicht noch das hier? Nee. Ja, geil, jetzt geht es weg. Ach Gott. Für was schmeißen wir das denn weg jetzt hier? Powerblock? Ja, komm, den brauchen wir nicht. So, da haben wir, da sind wir dann jetzt fündig geworden. Haben ein paar Gegenstände neu. Ein paar Gegenstände weggeschmissen. Und sind jetzt cooler. Und die Legs. Ist das nicht super schön, Mann? Was soll man denn da nur gegen Tupumen? Wir gehen jetzt erstmal aber vorher zum Ordentübi. Denn der Ordentübi braucht seinen Rechner wieder. Denn dann kann er wieder gut kalkulieren oder was weiß ich, was er da machen will.
Hallo, tut mir leid, Kumpel, aber ich muss den Laden schließen. Was? Hast du meinen Rechner wieder? Hey, Kumpel, das ist doch mein Rechner, den kenn ich doch überall. Du sagst, dass du hast ihn in dem Scheigei wieder abgenommen? Ja, geschieht ihm recht. Ich kann den Laden wieder öffnen. Oh Mann, wie kann ich das jemals wieder gut machen? Ich weiß, nimm dies. Das ist ein ganz besonderer Orden. Setz ihn weiß ein. Spionorden. Zeigt an, dass eine versteckte Falltür in der Nähe ist. Hä? Papa sagt, wir wären aus dem Geschäft geflogen, wenn er seinen Rechner nicht zurückbekommen hätte. Aber jetzt können wir den Laden wieder aufmachen. Alles dank Ihnen. Vielen Dank. Das ist doch mal cool. So, ey, macht jetzt auch den gefälligsten Laden auf. Ich will jetzt nämlich Orden kaufen. Habt ihr mich verstanden? Ich will Orden mal. Jetzt haut mal rein. Ah ja, jetzt geht's. Musst du die Welt nur neu laden. Loink. Was haben wir denn hier? Gruppenfokus. Lässt auch Marius Freund den Fokus-Kommando einsetzen. Erhöht Marius Sprungkraft zum 2. Lässt Mario 2 Items pro Runde einsetzen. Das ist ganz gut. Gruppenfokus. Jo, das nehme ich. Genauso wie ich das hier mitnehme, oder? Doppelangriff. Ja, 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 ist ganz gut. Ja, und den Sprung Plus brauchen wir nicht. Da, da. Wir wollen ja auch nicht schließlich so viel hier Geld raus aus dem Fenster rausschmeißen. Ey, du Scheigeil. Aus dem mein Bett raus. Ich will mich hinlegen. Bloink. Jetzt, wo der Scheigeil wieder weg ist, kannst du wieder pennen. Hast du Bock? Ja, gerne. Da, da, da. So. Also die ganze Stadt ist in Aufruhr, aber ich leg mich einfach mal hin und mache erstmal ein Nickerchen. So. Gut. Am nächsten Tage. Jetzt gehen wir wieder zurück zur Spielzeugkiste, denn bisher haben wir auch nicht weitere Gegenstände gefunden, nicht wahr? Naja, okay, doch. Wir haben ja einen neuen Gegenstand aus dem Lagerraum. Mit, ihr habt sicherlich den Gegenstand gesehen. Ja, es ist nämlich eine Pilzkutsche im Prinzip. Oder ein Pilzzug. Und den können wir jetzt benutzen als normalen Spielzeugzug und können damit jetzt von Station zu Station reisen. Ist ja voll geil, Mann. Geiler geht's doch gar nicht, Mann. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. So. Hallo, Freund. Ah, nee, das war falsch. Das war falsch. Das war falsch. Wir müssen nochmal zurück und Folgendes tun. Nämlich uns hier vorstellen. Ey, ey. Jetzt. Spielzeugbahn. Hinein mit dir. Hinein. Oh. Und bam! Da kommt ein riesiger Spielzeugzug von oben runter. Vom Himmel gefallen, Alter. Pam, pam. So, jetzt hätten wir den activated. Und können damit jetzt schließlich auch fahren. So. Freunde, wollen wir es probieren? Wollen wir gegen den Ultrascheigeist mal probieren? Ja, wollen wir es mal? Ich mach mal hier einmal eine Abspeicherung. Weil ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch schon in der Lage sind, gegen den zu kämpfen. Und auf so ein Game Over, nur alles neu laden, habe ich keine Lust. Hä? Was willst du? Halt dich von der Schatzkiste fern, Kumpel. Sie gehört mir. Leg dich nicht mit mir an. Herzchen. Kämpfen. Du willst kämpfen? Hast du einen Knall? Gegen mich hast du keine Chance. Bist du sicher, dass du kämpfen willst? Kämpfen. Wie? Nun, wie du willst. Ich nehme jede Herausforderung an. Jetzt geht's rund, Kumpel. Und sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Oh, oh, was habe ich nur getan, Freunde. Und ich habe jetzt schon gleich einen Fehler gemacht, nämlich Buh draußen gehabt. Scheiße, ich will ihn nämlich erstmal scannen. Wer ist das denn? Das ist ein Anti-Guy. Seine Attacken sind so stark, dass man ihn auch Vernichtungs-Guy nennt. Mask KP 50, Angriffskraft 10, Verteidigung 0. Wenn er eine akrobatische Attacke ausführt, beträgt seine Angriffskraft 12. Also versuche ihr auszuweichen. Dieser Kerl ist knallhart, also nimm ihn nicht auf die leichte Schulter. Oh, oh. Ich sagte doch, ey. Ich sag's es doch. Scheiße. Das kann mal richtig hart werden jetzt, dieser Kampf hier. Da, da, na, 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 na. Freunde, ich würde mal sagen, wir wechseln einmal zu Bu. Und ich werde mal eine Erfrischung machen, weil dann kann ich nicht sterben. Das ist schon mal ganz gut. So. Mal gucken, Freunde, ich bin jetzt gespannt. Vielleicht schaffe ich ihn ja. Ich glaube aber nicht. Jede Runde 10 KP abziehen, das ist übel.
Drink. Wow. Und fail. Oh, und da macht er sogar 10 Schaden, ey. Ich bin gleich tot, Leute. Och, komm schon, das wird nix. So wie man das jetzt schon hier sehen kann. Alter, ich bin ja hier nur an Daueressen. Naja, auch wenn ich jetzt super high werde, das wird uns auch nicht weiterhelfen. Pam. So. Du darfst anfangen, und zwar mit der Ohrfeige, oder? Ja. Hau rein, Bu. Hau ihn eins auf die Löffel. Wenigstens hat er keine Verteidigung, aber trotzdem, der hat 50 KP und macht 10 Schaden, ey. Das ist übertrieben, das ist zu übertrieben, Leute. Das wird nichts. Superpilz, Droink. Und da kriegen wir wieder die Rückerstattung. So, das war schon der zweite Pilz, den wir zu uns genommen haben. Aber bisher läuft's ganz gut. 100%. Zack und zack und zack und zack und zack. Geil. Da-dam-da-na-dam-da-na-dam. Ne, ich glaube, da fehlt uns noch ein bestimmter Stern zu. Was wir natürlich machen könnten, ist, wartet mal. Hier wäre der Powersprung ja eigentlich richtig gut. Freunde, ich mach folgendes. Powerhüpfer, los geht's! Das ist jetzt unsere einzige Chance. Ich muss jetzt da so viel rausholen, wie es nur geht. Yes! Und, nein! Egal. So, eigentlich werden wir jetzt down, wenn er jetzt seine Ultra-Attacke macht, aber wir machen einfach unsichtbar. Tschüssi. Ey, ich lach so übelst, wenn wir den schaffen. Ha, ey, und damit wären wir down gewesen. Denn das macht mindestens 10 Schaden. So. Jetzt kann zwar Boon nicht kämpfen, aber ist egal. Erfrischung! Zack! So, die Sternenpunkte dürfen wir, oder die Sternenpower, dürfen wir nur dafür einsetzen, um uns zu erfrischen, damit wir immer schön viel BP und KP haben. So. Jetzt haben wir 14 Leben. Oh nein! Das hat so viel Schaden gemacht. So, Freunde. Ich habe eine Idee. Powerhüpfer. Oh, hier hätte ich den Schrumpfer gebrauchen können. Da macht... Oh, der ist ja voll dann einfach. Ja, also, Leute, ich brauche den Schrumpfer. Definitiv. Also, wenn ich es nicht schaffen sollte, mache ich dann gleich noch einen Versuch. Und dann nehme ich den Schrumpfer und schrumpf ihn einfach. Da macht er nur noch 5 Schaden. Und zack. Ja, verfehlt wieder. Da-dam, da-da-dam. So, Freunde, jetzt werden wir Folgendes machen. Und zwar den letzten Pilz essen. Droink. Aber wir hauen ihn eigentlich ganz gut runter, muss ich sagen. Zack, 10 KP. Das ist doch mal gut. Oh, oh. Heppa, 10 Schaden. Alter. Nee, Freunde, das wird jetzt nichts mehr. Jetzt ist Ende. Jetzt ist Ende im Gelände. Jetzt können die natürlich versuchen, 27 Schaden zu machen. Aber nee, das wird nichts. Der einzige Versuch ist jetzt noch, mit einem Powerdout so viel rauszuholen, dass der in den beiden Runden stirbt. Das ist meine einzige Chance jetzt. Ja, fail. Da-da-da. Unsichtbar. Und jetzt hat Mario nur noch eine Runde. Und dann ist Schluss. Also von daher, scheiße. Aber jetzt habe ich wenigstens eine Taktik rausgefunden, wie wir ihn besiegen können, Freunde. Hatten wir eigentlich schon mal Game Over? Scheiße, das ist dann ja mein erstes Game Over. Oh oh. Aber im Prinzip wollte ich ja nur probieren, ob wir auch überhaupt gegen ihn kämpfen können. Nee, das war's. Und da sind wir down. Und tschüss. Alter, so sieht es aus, wenn man stirbt. Also man dreht sich so einmal, kippt dann um. Dann kommt dieser Mario-Kopf. Und dann steht der Game Over. Und dann ist es so, dass wir jetzt zum Titelbildschirm kommen und können dann auswählen, ja, okay, wir wollen an dem letzten Speicherpunkt wieder weitermachen. Und das ist genau hier. So, denn hier hatten wir ja letztes Mal wieder abgespeichert. So, und dieses Mal mache ich es schlauer. Dieses Mal werden wir ihn besiegen, Freunde, also ganz sicherlich. Upala. Orden. Zum Beispiel brauchen wir den... Dieser Sprung richtet nicht nur Schaden. Aha. Freunde, ich werde diesen Part jetzt dazu benutzen, diesen Typen jetzt töten. Das ist mir jetzt relativ wichtig. Moment, alle Orden. Wir brauchen nur den Schrumpfer, also den Schlag plus aus und den Schrumpfer. Und damit hätten wir den Schrumpfer. Denn der macht ja Folgendes. Mini-Monster, er sieht nicht nur lächerlich aus, sondern auch seine Stärke wird um die Hälfte reduziert. Und genau das ist eben das Epische daran. Ja, und das werden wir jetzt tun. Ich könnte natürlich auch nochmal die Orden ablegen und mir mehr KP machen, aber okay, das mache ich auch. Ich gehe jetzt auf Nummer sicher, den will ich own.
Freunde, den will ich ownen. Zum Beispiel brauchen wir den Multisprung nicht. Was wir auch nicht brauchen, ist der Hammerwurf oder der Anti-V-Hieb. Das bräuchten wir alles eigentlich nicht. Aber ist auch egal. Ich will KP plus. Ach nee, wartet mal. Ja, scheiße, jetzt dürfen wir irgendwas essen. Ach nee, wir können uns ja im Kampf hochheilen. Dann passt das schon. Hey, was willst du? Halt dich von der Schatzkiste fern. Nicht, oh, scheiße. Nein, Mann. Ich will kämpfen. Diesmal mache ich dich alle, Alter. Kämpfen. Du willst kämpfen? Du hast auch gegen mich keine Chance, Mann. Also, okay, Mann. Jetzt hätte ich dich nicht gewarnt. Gut, der Erz. Die zweite Runde. Oh, Mario fällt erstmal gleich hin. Gumbario. Och, scheiße. Jetzt habe ich nicht Gumbario rausgeholt. Scanner. So. Das ist ein Anti-Guy. Seine Attacken sind nicht nur stark. Ach ja, das hatte ich ja schon vorgelegt. Ja. Gut. Und pam, 8 Schaden. Nicht gut. Aber dafür setzen wir jetzt den Schrumpfer ein. Und zack. Und da ist er geschrumpft. Und fällt, seine Stärke hat um die Hälfte abgenommen. Geil. So. Und dann holen wir einfach mal Bu raus. So, und jetzt können wir ganz normal gegen ihn kämpfen. Jetzt macht er nämlich so mit einer normalen Attacke nur 5 Schaden. Geil, oder? Erfrischung. Poing. Och, jetzt ist das doch mal richtig einfach. Also Schrumpfer ist wirklich ein richtig geiler Orden. Dann ändere ich mal meiner Meinung, dass der unnötig ist. Nee, ich hatte gesagt, später wird er erst wichtig. Das hatte ich gesagt. Oh yes. So, Mann. Jetzt fehlt nur noch, dass man noch doppelten Schaden an ihm macht. Nee, nee, das wäre, dann wäre dann ja richtig okay, der Orden. Das wäre zu hart. Oh, er wird nochmal... Hä? Nein, Mann. Alter, da hat er aber viel Schaden gemacht. Ich würde mal vorschlagen. Schrumpfer erstmal. Heppa. Und da bist du geschrumpft. Und jetzt mach ich unsichtbar. Denn sonst könnte ich ja sterben. Und das wollen wir ja nicht. So. Und jetzt fällt er. Man muss ja richtig kämpfen. Man darf ihn nicht unterschätzen. So. Und jetzt werde ich einen Pilz zu mir nehmen. Yeah. Rückerstattung. Und da kauen wir erstmal einen Pilz und werden super high. Und jetzt kann Mario viel geiler kämpfen. Oh, nee. Jetzt macht er schon wieder mehr Schaden, ey. Ich glaub's ja wohl nicht. Irgendwie fühle ich mich verarscht. Boing und Stroink. Dass er wieder verkleinert. Das ist schon mal ganz gut. Und raufhauen. Oh, oh, wenn er jetzt seinen Akrobatenangriff macht da und ich den nicht... Oh, oh. Nicht gut. Oh, oh, 5 Schaden, Alter. Gefahr. Oh, oh, das sieht nicht... Das sieht gar nicht gut aus. Nochmal ein Pilz. Super Pilz. Vielleicht müssen wir noch higher werden. Dann kann Mario endlich wieder normal kämpfen. So, seine Schmerzen lassen nach. Und wir werden... Ohrfeige. 100%! Pam und pam und pam und pam und pam. Genau. Oder wird der jetzt... Oh, oh. Ach, okay. 8 Schaden nur. Was heißt denn nur? Alter, Freunde, ey, es sieht nicht gut aus. Ja, okay, wir können ja wieder unsichtbar machen. Haben wir noch, ja, wir haben noch einen Superpilz. Das ist sehr gut. Freunde, ich muss diesmal anders. Superpilz. So, dann mache ich mich unsichtbar und dann schrumpfe ich. Das ist vielleicht ein bisschen besser, das so rumzumachen. Ja, okay, gut, das war richtig. Ich dachte jetzt schon, jetzt hätte ich einen Fehler gemacht und sterbe. Das wäre nicht so gut gewesen. Aber wir haben ja auch 13 KP, von daher können wir nicht sterben. Von dem eigenen Angriff da. So, jetzt aber Schrumpfer. Und Freund und Spreuk. Nein, er wurde nicht geschrumpft. Och Mann, warum hatte ich das schon so gefühlt? Schrumpfer wieder? Oder wie machen wir das jetzt? Erfrischung! Ja, können wir ja nicht anders machen. Wir müssen ja irgendwie wieder an KP kommen, nicht wahr? Ja, da fehlt uns noch ein Stern. Eigentlich müssten wir das nach dem nächsten Kapitel machen. Weil dann bekommen wir einen Stern, der uns richtig gut voll heilen kann. Das ist dann deren Fähigkeit. So, wenn jetzt der Schrumpfer nicht mehr funktioniert, dann ist Ende. Oh Mann, ey. Kann er nicht mal ein bisschen weniger Schaden machen hier? So, Moment. Okay, jetzt alles oder nichts. Ich darf nicht failen. Ja! Man muss das zweite Mal springen nämlich auch mit treffen. 4 Schaden nur. Haha.
Tja, mein kleiner Cowboy, was sagst du jetzt dazu, hä? Erfrischung. So, und dann machen wir uns jetzt unsichtbar und dann schrumpfe ich ihn wieder. Und dann immer so weiter. Vielleicht schaffen wir es dann ja irgendwann. Och, Freunde, ey, dieser Gegner ist echt ein Brocken. Das muss man dem echt lassen. So, jetzt geht das nämlich wieder weg und jetzt greift er an. Ja, dann wären wir jetzt tot gewesen. Und fail. Alter, der Gegner hat's übelst drauf. Das muss man dem lassen. So, wir könnten uns zwar nochmal heilen, aber lassen wir das oder gehen wir jetzt... Hä? Scheiße! Hm, Schrumpfer, wage ich's oder wage ich's nicht? Oh Mann, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich könnte jetzt natürlich Erfrischung machen, mich heilen, dann würde ich den Angriff auf jeden Fall überstehen, aber dann bin ich kurz vorm Tod. Das ist dann ein bisschen... Nee, ich mach's... Jetzt muss es treffen, sonst habe ich verkackt, dann lasse ich's. Jawohl! Danke Gott. Oh Mann, das hat aber auch ein bisschen was mit Glück zu tun hier. So, Freunde, hauen wir den jetzt um oder wie sieht's aus? 11 Schaden. Hm, heilen wir uns oder heilen wir uns nicht? Ich heile mich erstmal. Ich gehe auf Nummer sicher. So, beten. Jawohl, lol. Da, 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 da. Ah, scheiße, der Gegner hat's echt drauf. Der ist echt übel. So. Unsichtbarkeit. Denn irgendwie hält's nur eine Runde, habe ich so den Eindruck. Guckt, jetzt wird er wieder groß, obwohl da noch eine Runde ist. Hätte er nur einmal angegriffen. Zack. Ja, da wären wir jetzt gestorben, hätte ich das nicht richtig abgewehrt. Oh Mann. So, und jetzt Schrumpfer. Und Ploink. Und... Nein! Ich habe gefailt. Ja, er hat den Angriff nur gemacht. Freunde, er ist down. Yes! Und zack! Und zack! Ja, er ist down, Leute, er ist down! Wir haben ihn geschafft! Och, wie geil ist das denn? Wir haben ihn geschafft, Mann! So, puh, Alter, hau ihn, ey, der rein! 100%! Pam und pam und pam und pam und pam und pam! Was sagst du jetzt zu schwach, Mann? Hä? Wer ist hier jetzt der Geilste? Oh, der hat aber auch ein bisschen Sternpunkte gegeben. Wir sind einfach nur die geilsten, Freunde. Und pam, da ist er down. Und den haben wir auch nochmal eine rein. Wie viel Leben haben wir jetzt eigentlich? 3. Oh. Das sieht nicht gut aus. Das ist nicht gut. Ey, Freunde, ich habe jetzt keine Lust zu sterben, ja? Okay, jetzt müssen wir aber auch richtig hier kämpfen. Zack. Und zack. Und zack. Und pam. So, der ist schon mal down. Unsichtbarkeit? Oder wie sieht's jetzt aus? Wie machen wir das? Oh, oh. Ach komm, den hau ich down. Auf gut Glück. Ey, jetzt will ich aber auch nicht sterben hier noch an dem Shy Guy. Das wäre jetzt richtig kacke. Oh, oh, wie viel Schaden machen die denn? Ein Schaden, wenn... Ich muss den Angriff abwehren. Nein! Oh, 2 Schaden nur. Warum nur 2 Schaden? Wieso hat der nur 2 gemacht? Normalerweise macht er doch nur 3. Oh mein Gott, ich habe so viel Glück, Freunde. Oh Gott, hau ihn in rein! Pam und pam und pam. Oh Gott, Freunde, ey, wir haben so ein Schweineglück. Mann, so viel Glück hatte ich ja noch nie. Da-da. Oh, da haben wir es geschafft. Oh mein Gott, ein KP. Oh mein Gott. Backen wir schon ein BP. Wir haben keine Heilungsdings mehr. Und was ist da drin? Oh yes. Kraft plus und erhöht Sprung und Hammerangriffskraft um 1. Oh yeah. Der Orden ist doch mal Hammer, oder? Jetzt können wir mal, räumen wir mal auf. Jetzt machen wir alle Orden aus, die wir haben. Und räumen jetzt auf und wählen nur die besten aus. So, gucken wir doch mal. Also, welche sind denn hier am besten und welche sind am nützlichsten an Orden? Also, wenn wir hier mal gucken, Schrumpfer ist auf jeden Fall ein Muss. Genauso wie Power Doubts. Powerhauer nicht. V minus. Hatten wir den schon mal gebraucht? Nee. Power, Schlag plus. Das Einzige ist jetzt noch wichtig, wenn man den hier mal den Anti-V-Hieb. Wobei, wir können uns ja für einen entscheiden und da würde ich lieber den Sprung nehmen. Weil der Sprung, ich meine, wir setzen ja den Stachelschild ein. Und da ist das dann ein bisschen übergreifender und ein bisschen besser. Ausweicher, Stachelschild,
Und jetzt haben wir noch zwei Tu mir nichts und Rabatt. Alter, das passt doch alles perfekt. Sollte sich eine versteckte Falltür, wirst du optisch und akustisch darauf hingewiesen. Du, Leute, ich kenn das Spiel. Ich brauche auf sowas nicht drauf hingewiesen werden. Leute, jetzt haben wir doch mal richtig geile Orden, oder? Und deshalb sage ich ja, in diesem Spiel OP einfach ist das Wichtigste. So, und jetzt dürfen wir hier nicht irgendwie gegen den Gegner kämpfen, sondern wir müssen jetzt sofort zurück nach Todd Town und uns wieder auffrischen. Oh, Freunde, wir machen jetzt mit allen Angriffen einen Schaden mehr. Das bedeutet, mit Sprung machen wir nicht zwei Schaden, sondern drei Schaden. Also insgesamt sechs Schaden pro Sprung. Ist das nicht übel, Freunde? Wir haben jetzt schon so einen harten Sprung, als hätten wir schon den die Ultrastiefel, die wir später im Spiel bekommen. Ist das nicht super geil? Oh, Freunde, diese Lags hier sind so übel scheiße. Tut mir leid. Oh, Freunde, ich bin so geil drauf, dass wir den jetzt hier geschafft haben. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe den noch nie geschafft, damals. Damals war ich noch nie so gut, dass ich den so früh geschafft habe. Ich bin da erst später hingegangen, kurz vor Ende. Kurz vor Ende des Spiels. Wo ich dann vielleicht in der Welt hier war oder so. Wo ich dann irgendwie, was weiß ich, 40 KP, 40 BP hatte oder so. Dann hatte ich den erst geschafft. Ja, das ist im Skill. Hallo Mario. Ausruhen und so, alles klar, Mann. Geil. Und da hat uns der Orden, dass wir 5 KP mehr hatten, doch echt tatsächlich das Leben gerettet. Das war doch mal geil. Da, da, du, 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 da, da. Och, geil, Freunde. Aber ich glaube, der Part läuft ja schon lange genug. Ich glaube nicht, dass wir den Orden überhaupt zum Einsatz sehen. Ha, aber egal. Wir haben jetzt einen neuen Orden und wir sind jetzt cooler drauf. Was haben wir denn hier? Vermeider, macht es dir leichter, einen Angriff auszuweichen. Ein schwächerer Gegner wird durch den Erstangriff besiegt. Erhöht Mario Sprungangriffskraft um 2. Nee, finde ich alles doof, ehrlich gesagt. Ja, dieser Erstangriff da, der ist eigentlich nur dazu da, wenn man die alten Welten nochmal besuchen will und da halt rumlaufen will, dass man einfach die Gegner sofort mit einem Hammer töten kann. Ihr kennt ja sicherlich Super Paper Mario für die Wii. Da ist es ja auch so, wenn man dann stärker ist, braucht man ja nur einmal anzugreifen, läuft er einfach weiter und der Gegner ist tot. Und so ist es hier dann auch. Dass dann erst gar nicht so ein Zufallskampf oder so überhaupt so ein Kampf stattfindet. Erstmal alles in Gang gesetzt wird, sondern pam, und er löst sich dann sofort aus. Löst sofort auf. So, speichern. Okay, Freunde, wir haben in diesem Part viel geschafft. Wir haben diesen Ultra-Shy-Guy besiegt. Und das ist, würde ich mal sagen, richtig viel. Wir haben diesen Bereich hier auch erkundet. Das bedeutet, wir können im nächsten Part einfach weitergehen. Och, dieses Spiel ist so hammergeil, Leute. Also, weiter dranbleiben bis zum nächsten Part. Es geht weiter dann mit Paper Mario. Bis dann und tschüss!